So Leute, ich zeige euch mal was ganz Fieses bezüglich Abo-Modell und Bezahlung und etc. pp. Wo man nämlich aufpassen muss, und wenn man da nicht aufpasst, dann kann es ganz schnell sein, dass man da mehr bezahlt, als man eigentlich muss. Also hier hat man ja Nutzerverwaltung, Abrechnung, ja. Ich gehe jetzt mal auf Nutzerverwaltung. Also man sieht ja hier ganz deutlich, dass ich letztendlich nur zwei Nutzer, aktive Nutzer hier habe. Ne? Ich habe hier dann noch fünf deaktiviert, hier zwei aktive Nutzer. Jetzt gehe ich mal auf Abrechnung. Der Abrechnung sehe ich aber, dass ich 113,70 € abgerechnet bekomme, zusätzlich Mehrwertsteuer. Also drei Nutzerprofile werden mir abgerechnet, und das monatlich, das ist schon eine ganze Weile, obwohl nur zwei im Gebrauch sind. Okay. Einer ist verfügbar. Okay. Also dreimal 37,90 wird mir permanent abgerechnet, obwohl ich nur zwei Nutzerprofile im Einsatz habe. Ja. Da kommt dann auch nicht, es läuft jetzt schon ein Jahr oder so. Ich war echt busy und es ist ja jetzt ein relativ kleiner Betrag, aber wenn du jetzt sozusagen, ja, also man kann so gesehen kann man sagen, ja, ich habe bestimmt 300 € hier sonst gezahlt. Und das sollte halt nicht passieren, besonders wenn du halt wirklich auf den Euro, auf jeden Euro schauen musst und vielleicht noch am Anfang stehst und einfach Kosten sparen möchtest oder auch generell einfach kein Geld herschenken willst, ja. Und das ist natürlich eine dieser kleinen fiesen Dinger, die halt viele Systeme auch mit eingebaut haben. Mittlerweile auch ist es sehr, sehr schwierig. Also besonders bei diesen amerikanischen Tools teilweise ist es wirklich so. Ich zeige euch das mal gleich. Jetzt sage ich einfach, okay, also ich habe nur zwei im Gebrauch und das schon seit einer ganzen Zeit. Und ich zahle aber für drei. Jetzt möchte ich doch mal den dritten Nutzer einfach mal abschalten oder irgendwie sowas oder pausieren oder sonst was. Bei Clicktip zum Beispiel kann man einfach mal auch pausieren. Muss man nicht gleich immer alles komplett löschen. Das geht hier, glaube ich, nicht bei Pipedrive. Aber jetzt mal kurz Abonnenten verwalten. Ne? Und dann sehen wir mal, wie das hier funktioniert. Ist nämlich auch ganz witzig. Hier kann man nämlich dann sagen, okay, das ist mein aktuelles Paket. Das kostet eigentlich so und so viel pro Benutzer. Also ich habe eigentlich nur zwei Benutzer im Einsatz. Jetzt will ich mal weiter. Das ist ganz witzig hier. Wenn ich nämlich jetzt halt sage, nächste Rechnung voraussichtlich so und so. Und wenn ich jetzt sage, na, wo ist es denn jetzt wieder hier? Geschäftszeiten. Aktueller Plan und drei Nutzerprofile. Ah ja, also ist auch wieder so ein bisschen versteckt. Ja, wo kann ich denn jetzt halt meine Nutzerprofile quasi reduzieren? Nein, nicht auf Weiter, auch nicht hier, sondern ich muss auf da unten diesen Link hier klicken, drei Nutzerprofile, wo das draufsteht. Okay, wenn ich da jetzt drauf drücke, dann habe ich hier so einen kleinen Zähler, da kann ich hier so hochgehen, na, dann sehe ich dann theoretisch, ja, was mich das mehr kostet. Und ich kann aber hier jetzt drei, ich kann jetzt hier runter reduzieren. Und wenn ich jetzt hier einen runter reduziere, ja, ich kann hier nur einen runter reduzieren. Okay. Okay, zwei Nutzer, okay. Dann müsste ich jetzt einen löschen. Also einen könnte ich jetzt runter reduzieren, den ich nicht verwende, schon seit Ewigkeiten. Und jetzt sagt mir Pipedrive, das ist auch ganz typisch, auch für viele andere Tools. Diese Änderung gilt ab dem 5. Mai. Ja, toll. Ja, also ich brauche ihn ja jetzt schon nicht, diesen Nutzer, aber ich muss ihn jetzt trotzdem immer noch weiterzahlen, obwohl ich ihn ja eh schon weitergezahlt habe, Ewigkeiten, ja, wie erklärt. Aber selbst wenn ich jetzt quasi auf tagesgenaue Abrechnung, wäre natürlich viel fairer, was einige andere Tools auch machen. Sowas wie Central Station, CRM, glaube ich, macht das. Clicktip, glaube ich, auch tagesgenau. Ich weiß es nicht genau. Also, einige Tools machen das. Dieses Tool hier definitiv nicht. Ja, also, das Pipedrive schon knallhart. Ich meine, Pipedrive hat ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis insgesamt und so weiter. Also, ich finde Pipedrive immer noch die Nummer 1. Wir nutzen es auch, ja, primär für alle unsere B2B-Leads-Generierung und alles drum und dran und auch für unsere Kunden empfehlen es auch. Aber es sind halt immer wieder so Kleinigkeiten, wo du halt wirklich aufpassen musst, wo du halt ein bisschen Acht geben musst, wo du halt hier und da mal einen Euro sparen kannst. In der Summe, ganz ehrlich gesagt, wenn du jetzt wirklich ein Unternehmen hast, das fünfstellig im Monat macht und sechsstellig und siebenstellig oder sonstiges, dann sind diese paar Euro da eigentlich relativ egal. Aber halt immer wieder mal auch wieder beim Lizenzieren immer mal wieder optimieren. Ja? Also wir haben ja auch zum Beispiel SAP-Dienstleister in unserem Kundenportfolio. Die haben sich rein nur auf die Lizenzoptimierung spezialisiert. Also sie machen fast nichts anderes außer Lizenzoptimierung, weil es unter Umständen sehr profitabel sein kann, hier einfach seine Lizenzgebühren und Abos und immer mal wieder halt drauf zu schauen. Ich will mir jetzt auch zukünftig angewöhnen,
ja, mindestens einmal im Monat auf all meine Abonnenten, auf all meine Abos zu schauen, auf all meine Tools und was kann ich noch optimieren. Denn ich habe bestimmt, wenn ich jetzt meine letzten 5 Jahre zusammenrechne, habe ich bestimmt an die vielleicht 5.000 Euro für Tools gezahlt, die hätte ich nicht zahlen müssen. Ja, also wahrscheinlich schon. Ja, aber ich habe halt auch viel ausgetestet, ausprobiert und so weiter und das dann auch wieder weitergegeben an meine Kunden. Also von daher sind es indirekte Kosten, die insofern wiederum eine Investition waren. Aber einfach hier mal kurz das Beispiel halt, wo man halt immer mal optimieren kann, aber schon Pipedrive relativ knallhart ist. Aber es ist eigentlich auch Standard. Du wirst jetzt, besonders bei den ganzen US-Tools und auch den besseren Tools und so weiter, wirst du auch keine Möglichkeit finden, hier tagesgerecht abgezeichnet gewesen. Und dass die dir halt Bescheid sagen, wenn du dann ungenutzten Account hast, ja, dass du den doch mal abschalten und so, das ist ja natürlich auch ein bisschen naiv, ne? Die freuen sich halt, wenn du halt möglichst viele Nutzer hast, ja, und dass die dir von sich aus dann sagen, hallo, schalt mal deine Nutzer ab oder reduziere mal dein Paket, weil die können immer argumentieren, ja, ich weiß nicht, du könntest ja morgen, könntest ja einen neuen Nutzer benötigen, also warum heute abschalten, ja, also von daher ist es auch nicht den ihr Bier. Ich meine, man könnte natürlich dort was einbauen, einen Prompt, ja, fairerweise, um seine Kunden einfach quasi, um auch vertrauensbildende Maßnahmen zu machen, ja, dass man sagt seinen Kunden, okay, für Nutzer, die seit, ich weiß nicht, 3 Monaten nicht genutzt werden, aber trotzdem weitergezahlt werden, ja, dass man dann einfach mal eine E-Mail schickt oder einen Prompt oder sowas, hallo, lieber Nutzer, Sie haben hier, jetzt Sie zahlen hier für etwas, was Sie gar nicht nutzen, wie sieht's aus? Ja, dann würde das natürlich nochmal wirklich hervorstechen, sozusagen im Kundensupport und auch nochmal eine Kundenbindung wahrscheinlich auch erzeugen, die dann insgesamt langfristig dann auch wieder sozusagen wahrscheinlich noch mehr Umsatz machen würde, als wie dass man das so ein bisschen, ja, einfach sagt, na, wir kommunizieren das nicht, wenn halt einfach so und so viele Leute da sind, die einfach irgendwas zahlen, die sie nicht, was sie nicht brauchen, dann ist es auch okay. Ja. Also, naja, das ist also soweit so zum Thema, zu diesem Thema Lizenzierung, Abos optimieren und nichts zahlen, was du nicht müsstest und so weiter. Pipedrive, trotzdem super, super Tool. Eins unserer Preis-Leistung, immer noch bestes Tool. Ich komme mit Close.io zum Beispiel gar nicht zurecht. Das ist mir von Usability und so weiter, ist mir das einfach zu simpel. Da gibt es auch viel zu wenig Applikationen. Bei HubSpot ist mir halt quasi ein bisschen zu heftig teilweise ich sag mal, diese Proprietärlösung, wo man sich das alles dann nur noch von HubSpot alles nehmen soll und muss und so weiter. Ansonsten funktioniert es nicht richtig. Also Preis-Leistung auch ein bisschen. Manchmal, also gleich dieser Einstieg mit mindestens 4 Usern und dann hat man irgendwie dann nochmal ein bisschen Workflow und dann muss man gleich wieder upgraden auf 1.000 Euro mehr und so weiter. Also Pipedrive ist nach wie vor immer noch einer der besten CRMs, die wir gerne nutzen, auch unseren Kunden gerne anbieten. Schau einfach gerne mal hier unten in die Beschreibung rein, habe ich einen Link reingepackt, kriegst du dann nochmal 2 Wochen zusätzlich, insgesamt 4 Wochen gratis, kostenlos testen kannst das Ding dann und dann kannst du es selber dir mal anschauen. Bis dahin, dein Thomas Klein, ciao.